Servus und grüß Gott. Mein Name ist nach von dem hier. Aber nennt mich doch einfach. Mama Luigi! Dies ist ein ungewöhnliches Video von meinem Kanal, aber ich wollte trotzdem meine Liebe zu diesem bestimmten Spiel teilen. Magic the Gathering. Dies hier ist eine Spielanalyse und damit meine ich das, was der Begriff eigentlich bedeutet. So wie man es vom Schach oder Fußball her kennt. Das heißt, ich habe die Partie bereits gespielt und nutze das Material jetzt, um euch das Spiel an sich und die gespielte Partie zu erläutern. Es ist keine Review. Alles klar? Was ihr hier seht, ist das Computerspiel, was auf dem gleichnamigen Sammelkartenspiel basiert. Das nutze ich für dieses Video aus Gründen des Komforts. Einige kennen Magic vielleicht bereits, weil es sich großer Beliebtheit erfreut. Ich möchte mich aber für dieses Mal an diejenigen wenden, die noch nie davon gehört haben. Für Einsteiger ist es ziemlich starker Tobak. Wenn ihr euch also überfordert fühlt, gewöhnt ihr euch noch dran. Bevor wir konkret werden können, müssen wohl ein, zwei Worte darüber verloren werden, worum es eigentlich geht. Was ich nun erkläre, richtet sich nach den Regeln einer einfachen und klassischen Partie. Es treten zwei Spieler gegeneinander an, die sich versuchen mit Zaubersprüchen und Beschwörungen gegenseitig zu besiegen. Jeder hat 20 Lebenspunkte. Wenn man die Gegner auf 0 bringt, hat man gewonnen. Jeder besitzt einen Vorrat an 60 Karten, die ihm in dieser Partie zur Verfügung stehen. Man nennt das Deck. Die Decks haben in der Regel ein bestimmtes Thema und eine bestimmte Farbe. Ich entscheide mich für dieses Beispiel für das Deck Hüter der Ghule und spiele gegen Garruk Wildsprecher, einem Computergegner. Meines ist ein schwarzes Zombie-Deck und das von Garruk ist ein grünes Kreaturendeck. Gleich mehr dazu. Zeit für ein Duell! Am Anfang der Partie zieht man 7 Karten von seinem Stapel, den man auch Bibliothek nennt. Zaubersprüche wie Beschwörungen von Kreaturen, Hexereien, Verzauberung und dergleichen kosten Mana. Man bekommt dieses Mana von Ländern. Bei mir gibt es Sümpfe als Länder, die mir schwarzes Mana machen. Schwarz. Die Wälder von Garruk machen ihm grünes Mana. Pro Runde kann man ein Land ausspielen, also machen wir das direkt einmal. Jetzt, da ich ein Land draußen habe, kann ich es für Mana tappen. Das bedeutet, die Karte wird auf die Seite gedreht und lässt sich erst dann wieder einsetzen, wenn man wieder am Zug ist. Mit einem Mana kann ich nun meinen Schaman, den Todesbegrüßer, ausspielen. Das weiß ich, weil in der oberen rechten Ecke der Karte seine Kosten angezeigt werden. Den Text auf der Karte ignorieren wir erstmal. Dieses Symbol bedeutet, dass ich ihn für ein schwarzes Mana ausspielen kann. Ich habe keine Länder mehr offen, also auch kein Mana mehr zur Verfügung. Länder, Kreaturen, Verzauberung und Artefakte sind permanente. Das heißt, sie bleiben dauerhaft auf dem Tisch liegen, bis etwas passiert, das dies ändert. Ich könnte Garruk jetzt mit meinem Schamanen angreifen, doch dieser leidet noch an Einsatzverzögerung, zu Englisch Summoning Sickness. Ich bin gerade appariert, oder? Allerdings. Noch dazu ausgesprochen erfolgreich. Die meisten übergeben sich beim ersten Mal. Komisch, warum nur? Dieses Schicksal teilen alle neu beschworenen Kreaturen. Ich verwende natürlich so oft es geht die entsprechenden Termini. Jedes beschworene Wesen nennt man Kreatur. Und jedes davon hat mindestens eine Unterkategorie, wie etwa Zombie, Drache, Mensch oder Elf. Ich verwende zum Referieren lieber diese Unterkategorien, damit euch die ganzen Zahlen und Namen nicht verwirren. Ich beende meinen Zug und Garruk ist dran. Er spielt ein Land aus, aber wirkt keinen Zauber. Also bin ich wieder dran.
Ich betrete also zu Beginn meines Zuges die Versorgungsphase. Das bedeutet, ich darf eine Karte ziehen und meine bleibenden Karten werden enttappt. So auch mein Sumpf. Ich spiele noch ein Land aus. Dazu muss gesagt werden, dass der Spielablauf einem strikten Muster folgt. Versorgungsphase, erste Hauptphase, Kampfphase, zweite Hauptphase und Endsegment. Länder und Kreaturen können nur in den beiden Hauptphasen ausgespielt werden. Das gleiche gilt für Verzauberung, Hexereien und Artefakte. Ich habe zwei ungetappte Länder, aber ich spreche diese Runde keinen Spruch mehr, weil meine anderen Karten entweder zu teuer sind oder einen Effekt haben, den ich mir lieber für später aufhebe. Also greife ich an. Angreifende Kreaturen werden genauso wie Länder getappt. Da es keine Hindernisse seitens Garruk gibt, kommt mein Schamane durch und macht Garruk Schaden. Wir sehen in der unteren rechten Ecke die Werte von ihm. Die erste Zahl steht für seine Angriffsstärke und die zweite für seine Widerstandskraft. Momentan ist nur der erste Wert von Belang und der ist 1. Deswegen macht mein Schamane einen Schadenspunkt. Damit sinken Garruks Lebenspunkte von 20 auf 19. Ich bin fertig, Garruk ist dran. Er spricht für 2 Mana Garruks Begleiter, eine 3-2 Bestienkreatur mit Trampelschaden. Was das bedeutet, erkläre ich später. Auch er hat Einsatzverzögerung. Ich bin dran, ziehe eine Karte und spiele ein Land aus. Mit 3 Mana stehen mir nun diverse Optionen zur Verfügung. Zum Beispiel könnte ich eine von meinen 3 Kreaturen ausspielen. Doch ich denke, das mache ich in der zweiten Hauptphase, weil die ja sowieso mit Einsatzverzögerung ins Spiel kommen. Das hat noch einen Grund, aber dazu kommen wir später. Okay, dann spiele ich jetzt noch meinen blutrünstigen Wächter. Ein 2-2 Zombie-Ritter mit Erstschlag und Regenerationsfähigkeit, was ich beides später erkläre. Ja, ich weiß, ich verschiebe alles nach hinten, aber das ist erstmal besser so. Vorläufig schenken wir den Mana-Kosten für diese Karte einen weiteren Blick. Der blutrünstige Wächter kostet 3 Mana zum Ausspielen, wovon 2 schwarz sein müssen. Das letzte ist farblos. Farbloses Mana bekommt man von jeder Art Land. Ich könnte auch einen Wald dafür tappen, um das zu bezahlen, wenn ich so einen im Deck hätte. Das ist in dieser Partie nicht sonderlich relevant, weil sowohl Garruk als auch ich mit nur einer Farbe spielen. Dazu sagt man auch Monocolor. Es ist möglich, Multicolor zu spielen. Das ist abhängig davon, wie man sich sein Deck zusammenstellt. Garruk greift mich nicht an, obwohl er eine Kreatur draußen hat. Warum? Seine Bestienkreatur, Garruks Begleiter, hat 3-2. Wenn er angreift, darf ich blocken, da ich ungetappte Kreaturen draußen liegen habe. Wenn ich mit meinem Ritter blocke, bekommt seine Bestie Kampfschaden in Höhe seiner Angriffsstärke und die ist 2. Da die Bestie aber bloß Widerstandskraft 2 hat, würde sie in diesem Schlagabtausch sterben. Das erkläre ich gleich ausführlicher. Garruk scheint das jedenfalls nicht zu wollen. Stattdessen spielt er lieber noch den Zentaurenrenner aus. Der ist einfach bloß 3-3. Ich bin dran. Leider habe ich kein Land auf der Hand. Doch ich kann mit 3 Mana noch eine von 2 Kreaturen ausspielen. Das mache ich aber wiederum später. Ich greife nicht an, weil ich einen wenig wünschenswerten Ausgang absehe. Man beachte, Angriffe von Kreaturen zielen immer auf den Spieler, der dann Blocker deklarieren darf.
Er schiebt sie dann zwischen sich und die angreifende Kreatur. Man kann eine angreifende Kreatur mit so vielen Kreaturen blocken, wie man möchte. Nur ist es dann wahrscheinlich, dass alle Blocker sterben. Das will man vielleicht trotzdem, um die angreifende Kreatur zu vernichten, weil diese stört. Es ist nicht so ohne weiteres möglich, gegnerische Kreaturen direkt anzugreifen. Und außerdem machen sich Angreifer und Blocker gleichzeitig gegenseitig Schaden. Die Widerstandskraft ist zugleich auch das Leben der Kreatur. Also angenommen, ich greife mit meinem Ritter an, dann würde Garruk ihn mit seinem Zentauren blocken. Der Zentaurer bekäme 2 Schaden und fügt meinem Ritter dafür 3 Schadenspunkte zu, wodurch mein Ritter stirbt und der Zentaurer überlebt. Und mit meinem 1-1-Schaman würde ich aus demselben Grund nicht angreifen. Der Zentaur kann aber wie jede Kreatur per se nur einen Angreifer blocken. Jetzt könnte man denken, dass man den angeschlagenen Zentaur dafür in der nächsten Runde töten könnte. Doch zum Glück oder zum Unglück ist es in Magic so, dass jede Kreatur nach Ende der Runde geheilt wird. Wenn der nächste Spieler dran ist, wohlgemerkt, nicht nach Ende des Kampfes. Ich spiele noch einen 3-2-Zombie, den Kriegsfahrtghoul, für 3 Mana und lasse es für diese Runde gut sein. Es ist in den meisten Fällen besser, einfach zu warten, statt unnötig Kreaturen zu verheizen. Garruk spielt für 3 Mana Grasender Wiesenhirsch, eine 2-2-Antilope mit der Fähigkeit Landung. Das bedeutet, dass man in irgendeiner Weise davon profitiert, wenn man ein Land ausspielt. In diesem Fall bekommt Garruk jedes Mal 2 Lebenspunkte, solange die Antilope draußen ist und er ein Land ausspielt. Und siehe da, er hat sogar noch ein Land übrig, das er am Anfang des Zuges ausgespielt hat. Und das, meine Freunde, ist ein ziemlich dummer Zug. Er hätte die Antilope auch mit dem Mana ausspielen können, das er am Anfang der Runde offen hatte. Die Reihenfolge, in der man Karten ausspielt, ist egal. Man sollte das abhängig davon machen, was bereits auf dem Tisch liegt oder noch auf der Hand hat. Hätte er erst die Antilope ausgespielt und danach das Land, wäre die Fähigkeit Landung zum Tragen gekommen und er hätte bereits diese Runde 2 Leben bekommen. Aber nee. Er greift an. So, jetzt ist es wohl an der Zeit, etwas zu erklären. Ich blocke die 3-2-Bestie mit meinem 2-2-Ritter, der ja bekanntlich Erstschlag hat. Und das heißt, die Angriffe passieren nicht gleichzeitig, sondern mein Ritter darf zuerst Kampfschaden machen. Da die Bestie also erstmal 2 Schaden bekommt, hat sie, bevor sie selbst zuschlagen darf, bereits 2 Leben weniger, kommt auf 0 und ist tot. Die Bestie wandert auf den Friedhof. So nennt man den Extrastapel, wo alle gefallenen Kreaturen und gesprochenen Zauber landen, sobald sie sterben oder gewirkt wurden. Nun macht sich eine bislang unterschlagene Fähigkeit von meinem Schaman bemerkbar. Jedes Mal, wenn eine Kreatur stirbt, bekomme ich einen Lebenspunkt. Nice! Man sollte also immer lesen, was in der Beschreibung der Karte steht, um zu wissen, wie man ihre Fähigkeiten am besten ausbeuten kann. Aus diesem Grund würde ich meinen Schaman auch nicht leichtfertig in den Kampf schicken. Mein Ritter bekommt keinen Schaden und überlebt. Den anderen lasse ich durchgehen, weil ich nicht will, dass der Zentaur meinen anderen Zombie tötet. Ich kriege 3 Schaden, aber das ist es mir wert. Jetzt mache ich etwas Fieses. Ich spreche die Hexerei Reanimation. Es ist ein Merkmal von schwarzen Decks, die Friedhöfe zu manipulieren, und genau das habe ich jetzt vor. Ich darf für ein schwarzes Mana eine Kreatur aus irgendeinem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Mein Friedhof ist leer, aber war da nicht eine 3-2-Trampelschaden-Kreatur auf Garruks Friedhof? Und zack steht Garruks Begleiter unter meiner Kontrolle von den Toten auf. Ich kriege für diesen netten Trick nur leider Schaden in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten von der Kreatur. Das ist die Summe jedes Mana, das man ausgeben muss, um die Karte zu spielen.
Da Garruks Begleiter 2 grünes Mana kostet, bekomme ich folglich 2 Schadenspunkte. Ich greife nicht an, um Kreaturen zu sparen. Garruk spielt eine 2-4 Spinne mit Reichweite aus, was in dieser Partie irrelevant ist. Er verzichtet auch auf den Angriff. Mit 4 Mana kann ich jetzt noch was Nettes machen. Ich spreche die Hexerei Stöhnen der Unheiligen. Die macht mir 2-2 Zombie-Spielsteine. Die haben natürlich auch Einsatzverzögerung. Spielsteine sind extra erzeugte Kreaturen, die sich nicht im Deck befinden. Auf Englisch heißen die Token. Man kann also mehr Kreaturen auf dem Brett liegen haben, als man überhaupt im Deck hat. Wie wir sehen, habe ich nun schon 4 Zombies draußen liegen. Der Schamane und die Bestie sind keine wohlgemerkt. Das schreit doch nach dem Seelenlosen, der sich seit einigen Runden voller Tatendrang auf meiner Hand befindet. Komischerweise sind seine Werte Stern-Stern, was wir wohl noch nicht gesehen haben dürften. Bei ihm ist es so, dass seine Stärke und Widerstandskraft abhängig davon ist, wie viele Zombies sich im Spiel und in allen Friedhöfen befinden. Da er selbst ein Zombie ist, kommt er also regulär als 1-1-Kreatur ins Spiel. Doch wegen meiner anderen Zombies erhält er +4/+4 und ist somit 5-5. Nett, oder? Die Spinne greift mich an. Ich könnte sie mit dem Seelenlosen blocken. Sie würde sterben und er würde überleben. Doch ich wittere eine Falle. Ich sehe, Garruk hat noch 6 Länder offen und 4 Karten auf der Hand. Möglicherweise will er mich dazu provozieren, mit dem Seelenlosen zu blocken und macht seine Spinne mit einem zurückgehaltenen Zauberspruch stärker. Zumindest weiß ich, dass Garruk in seinem Deck Riesenwuchs hat, was +3/+3 auf eine Kreatur bis zum Ende des Zuges macht. Sowas nennt man Spontanzauber, die man zu jedem Zeitpunkt sprechen kann, auch im gegnerischen Zug und auch unmittelbar bevor Angriffe durchgehen. Eben wegen solcher ist es manchmal klug, Beschwörungen lieber in der zweiten Hauptphase zu sprechen, um den Gegner bis dahin in die Irre zu führen und die Zeit zu verkürzen, in der die neuen Kreaturen als Ziel so eines Zaubers ausgewählt werden können. Ich will den Angriff der Spinne nicht ignorieren, deswegen blocke ich mit dem reanimierten Biest. Es ist besser, wenn dieses Vieh stirbt statt einer meiner Zombies, weil der Seelenlose sonst schwächer werden würde. Also adieu. Und siehe da, er hat die Spinne nicht aufgepumpt. Wahrscheinlich, weil ich nicht in der von ihm erwarteten Weise reagiert habe. Vielleicht war ihm sein ominöser Zauber dafür zu schade. Da die Bestie stirbt, macht er mein Schamane einen Lebenspunkt. Garruk beschwört eine 5-3 Trampelschadenkreatur. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, diese Eigenschaft zu erklären. Trampelschaden bedeutet, dass der überschüssige Schaden, der nach dem Blocken übrig ist, auf den blockenden Spieler übergeht. Wenn ich sein Vieh zum Beispiel mit meinem 1-1 Schaman blocken würde, bekäme dieser einen Schaden und stirbt, und die restlichen 4 bekomme ich. Bevor ich aber in diese Bredouille komme, spreche ich meinen 6-6 Grabestitan, der mehr oder weniger die stärkste Karte in meinem Deck ist, so wie es momentan eingerichtet ist. Er hat abgesehen von seinen beträchtlichen Kampffähigkeiten noch 2 nette Eigenschaften. Das erste ist Todesberührung, die besagt, dass jede Kreatur, die vom Grabestitan Kampfschaden bekommt, entweder weil ich mit ihm blocke oder er von einer gegnerischen Kreatur geblockt wird, diese Kreatur stirbt. Und das andere ist seine fantastische Eigenschaft, mir 2-2-2 Zombie-Spielsteine zu machen, wenn er ins Spiel kommt oder angreift. Und das ist in Kombination mit dem Seelenlosen eine wünschenswerte Sache.
Ich spiele ihn aus und kann zwei neue Zombies in meiner Armee begrüßen. Dadurch ist der Seelenlose jetzt 7-7. So langsam müsste Garrok in Schwitzen kommen. In dieser Runde kann ich mich bereits 7 Länder erfreuen, was bedeutet, dass ich meine Hexerei Stöhnen der Unheiligen aus meinem Friedhof erneut ausspielen darf. Das mache ich natürlich, weil ich auf die 2 weiteren Zombies kaum verzichten will. Da ich die Rückblendekosten bezahlt habe, wird die Hexerei nun komplett aus dem Spiel entfernt. Das nennt man Exil. Ich kann sie also nicht jede Runde neu aus dem Friedhof holen und mir jede Runde 2 neue Zombies machen. Zumindest nicht auf diese Art. Dafür tröstet es mich zu sehen, dass die Seelenlose bereits 9-9 ist. Ob ich jetzt schon den Sack zumachen kann? Garrok hat noch 23 Leben und 4 Kreaturen draußen. Schätze ich unternehme erstmal was gegen diese möglichen Blocker und für diesen Job scheint mir der Grabestitan der richtige. Er greift also an und es kommen 2 neue Zombie-Spielsteine, so wie es seine Beschreibung besagt. Der Seelenlose wird dadurch 11-11. Garrok blockt mit seinen beiden mächtigsten Kreaturen, was ich angesichts der Todesberührung für einen Fehler halte. Ich habe ihn also erfolgreich zum Blocken provoziert. Es sterben 3 Kreaturen, also macht mir mein Schamane 3 Leben. Da der Grabestitan selbst kein Zombie ist, wird durch seinen Tod auch nicht die Stärke meines Seelenlosen betroffen. Garrok macht nichts, obwohl er 6 Länder und noch 5 Karten auf der Hand hat. Hat er bereits innerlich abgeschlossen? Ich spiele noch die letzten beiden Karten auf meiner Hand und bereite mich auf seine Niederlage vor. Ich nutze die Regenerationsfähigkeit vom blutrünstigen Wächter für den Fall, dass er getötet wird. Für 2 Mana kann ich bewirken, dass er trotz übermäßigen Kampfschaden den Angriff überlebt. Regeneration ist für gewöhnlich zum Blocken sinnvoll, denn so kann eine schwache Kreatur eine viel stärkere blocken, meinen Schaden absorbieren und es trotzdem überstehen. Schön ist dabei, dass man diese Fähigkeit jederzeit aktivieren kann, auch unmittelbar vor dem Angriff. Jedoch kenne ich das außerhalb dieses Computerspiels noch etwas anders. Da handhaben wir Regeneration so, dass sie bezahlt werden muss, bevor die Kreatur auf dem Friedhof landet und nicht vorher. Ich greife mit allem an, was da ist. Das ist vielleicht etwas voreilig, da mein Kriegsfahrtghoul noch Einsatzverzögerung hat. Aber Garrok hat noch ziemlich viel Leben und 2 Blocker, die es zu beseitigen gilt. Doch diese Überheblichkeit hat in meiner derzeitigen Lage keine wirklich bösen Folgen. Garrok hat am Ende der Runde noch 4 Leben übrig. Der Sieg ist greifbar nah. Er spricht die Hexerei Naturgeheimnisse, wodurch er aus seiner Bibliothek einen Wald ins Spiel holen darf. Und außerdem geht er auf die Jagd nach Bestien. Das ist für ihn dann sinnvoll, wenn er kaum noch Kreaturen draußen oder auf der Hand hat. Eine der beiden Kreaturen, die er gerade gezogen hat, spielt er jetzt aus. Hallo du 2-2-Bär ohne nennenswerte Eigenschaften. Oh supi, nochmal Stöhnen der Unheiligen. Und 5-mal dürft ihr raten, ob ich den jetzt ausspiele. Schätze, dann warte ich jetzt noch eine Runde, bis ich den aus dem Friedhof nochmal wirken kann. Und dann warte ich noch eine Runde, bis keiner mehr Einsatzverzögerung hat.
Oder ich hau einfach ganz kräftig drauf und mach Garruk den alten Wildsprecher platt. Genau, das mache ich. Der Ritter kriegt noch einmal Regeneration. Nicht, dass das jetzt noch von Belang wäre. Und damit hat sich's. Er blockt noch nicht mal. Minus 31 Lebenspunkte? Schätze, der ist tot. Dem hier ist siegreich. Was für ein glorreicher Tag. Tja, damit ist die Partie gelaufen. Noch ein paar abschließende Worte? Okay. Ich habe die Decks hierfür extra so gewählt, weil erstens darin nicht so viele exotische Dinge auftauchen und ich in kürzester Zeit gewinnen wollte. 15 Minuten sind relativ schnell. Partien können sich auch bis zu einer Stunde hinziehen. Bei anderen Spielmodi ist das sogar gang und gäbe. Man muss also strategisch denken und Geduld haben und nicht einfach alles ausspielen, was geht und die Dinge überstürzen. Ich mag dieses Spiel, weil es die grauen Zellen anregt und es nahezu endlose Möglichkeiten gibt. Außerdem sind die Karten toll illustriert. Glück ist in der Hinsicht nur wichtig, welche Karten man zieht. Es ist zum Beispiel ärgerlich, wenn man einfach keine Länder zieht oder zu viele. Aber es gibt Wege, sich bestimmte Karten aus der Bibliothek zu suchen oder sie für weniger Mana auszuspielen. Auch freut es mich, dass man so ins Extreme gehen kann. Ich habe schon gehört, dass Kreaturen 130-130 sein können oder allerlei Fähigkeiten besitzen. Man kann den Gegner ärgern, indem man ihm seine Kreaturen wegnimmt, Leben stiehlt, seine Länder tappt, Zauber unterbindet oder Karten abwerfen lässt. Wer mit tatsächlichen physischen Karten spielen will, muss daran viel Geld investieren, indem er sich Karten aus einem sogenannten Booster zieht oder im Internet bestellt. Ich habe mir Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2012 geholt, um meine Sucht danach zu befriedigen und die Zeit bis zu einer richtigen Partie zu überbrücken. Wenn einer von euch das auch bei Steam hat, dann kann er sich bei mir melden und wir spielen mal eine Runde. Ich bin auch bei Skype. Jetzt wisst ihr, wie man Magic spielt. Und wenn euch jemand fragt, woher ihr das könnt, dann sagt ihr, na von dem hier. Das war's von meiner Seite. Adios und Arrivederci.